Max und Moritz spielen ihre Streiche. Nicht nur auf Papier, sondern jetzt auch in der Stadthalle Parchim. Das MLT Parchim hat es geschafft, die beiden Lausbuben urkomisch, niedlich und vor allem in einer großen Ähnlichkeit zur Buchvorlage zu inszenieren. Liebevolle Kostüme, lustiger Slapstick-Humor und eine Menge Spaß für Groß und Klein am Sonntag, dem 22. Februar um 16 Uhr im großen Saal der Stadthalle Parchim. Entdecken Sie klassische Musik und Schauspiel neu. Möglich macht das die Reihe Carte Blanche für die HMT. Diesmal am 19.02. gastiert das Trio Fuchs mit Julian Fuchs am Piano, Henning Schiever am Kontrabass und Simon Wupper am Schlagwerk. Sie spielen Werke von Duke Ellington, Herbie Hancock und eigene Kompositionen. Sie dürfen sich also freuen auf feinste Musik von noch Musikstudenten, die alle aber sicherlich eine erfolgreiche musikalische Zukunft haben werden. Im Grand Hotel Heiligendamm. Marion Brasch hat schon viel in ihrem Leben miterlebt. Ihr Vater? Stellvertretender Kulturminister der DDR. Ihr Bruder? Erfolgreicher Dichter. Die Ereignisse haben sich in ihrem Leben überschlagen. Doch ab jetzt ist Ruhe. So heißt ihr Buch, aus dem sie im Kunstmuseum Ahrenshoop am 19. Februar lesen wird. Pferde und vor allem ihre Reiter müssen sich beweisen im Vielseitigkeitsreiten. Top-Athleten und Top-Tiere, fürs leibliche Wohl wird auch gesorgt sein, vom 20. bis zum 22. Februar auf dem Landgestüt Redefin. Seien Sie dabei!